Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Es hat wieder ein bisschen länger gedauert zwischen dem letzten Video und heute. Mein Alltag hat mich noch nicht so ganz wieder, aber es wird besser, seit ich diese Woche wieder arbeite nach meinem sehr langen Urlaub. Und jetzt komme ich auch wieder so ein bisschen in diesen Drehflow rein, hoffentlich. Die Einschulung von meiner Tochter steht uns nächste Woche noch bevor und ich denke, ab dann läuft alles wieder seinen gewohnten Gang. Wenn sie wieder in der Schule aufgeräumt ist, ich wieder normal zur Arbeit gehe und unser Alltag wieder am Start ist. Was habe ich denn heute für euch? Ich habe das Trashy von der lieben Sophie hier und ich freue mich sehr, mit euch zusammen reinschauen zu können. Und wenn euch interessiert, was in diesem wunderschönen Herzenstrashy von der lieben Sophie drin ist, dann bleibt sehr gerne dran. Okay, Leute, das Trashy steht hier unten vor meinen Füßen und ich schaue einfach mal rein. Die Mädels, die bei dem Trashy mitmachen, sind wie immer in der Infobox verlinkt. Schaut sehr gerne auch bei ihnen rein und genau, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne auch die anderen Mädels. Jetzt legen wir los. So, okidoki, was nehmen wir zuerst raus? Ich habe, die war glaube ich von mir. Genau, ich habe hier noch eine Aubergine von Isana Professional. Einmal eine Haarfärbung. Ich glaube, die habe ich letztes Mal reingetan. Dann nehme ich die wohl wieder raus. Vielleicht braucht die meine Schwester irgendwann mal oder so. Die färbt sich auch ganz gerne mal die Haare anders zwischendurch. Mal gucken, was ich damit anfange. Wir werden es sehen. Okay, was haben wir denn da? Was ist es? Es ist etwas Großes. Oh, sehr hübsch. Mhm. Das ist so ein Home-Zeichen. Hat hier hinten zwei so Laschen zum Aufhängen. Das gefällt mir. Das sieht nett aus. Ich habe nur leider keinen Platz, wo ich es hin tun kann. Deswegen darf es weiter wandern. So, Delle. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Hattet ihr schon Sommerferien oder Sommerurlaub? Oder steht euch das noch bevor? Und seid ihr schon wieder zurück und schon wieder voll im Alltag drin? Gebt mir doch gerne mal ein Feedback dazu, wie es bei euch abläuft. Und habt ihr nach den Sommerferien auch immer so ein Problem, wieder in den Alltag zu kommen? Oder geht es nur mir so? Okay. Oh, ich habe eine große Tasche. Das ist eine Laptop-Tasche von der My Little Box, glaube ich. Was haben wir denn da? Schauen wir mal. Okay. Oh. Oh, das ist ja was Tolles. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist von Ultrasun, eine sehr, sehr tolle Sonnenschutzmarke. Ein Aftersun 10 Booster, Gradual 10. Aftersun Gel mit Selbstbräuner. Sensible Haut mit kühlenden Inhaltsstoffen. Aha. Ohne Mineralöle, Silikone, Emulgatoren, Konservierungsstoffe. Das würde ich sagen, kommt mal auf einen Vielleichthaufen. Das ist interessant. Selbstbräuner ist schwierig, aber so ein bisschen die Sommerbräune bewahren, wäre doch nicht schlecht. Weiter geht's. Okay, eine Zahnbürste, eine Bambuszahnbürste mit Zahnärztinnen entwickelt von Trumorrow Dental. What's Trumorrow Dental? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Gefühl von Holz im Mund mag. Ich denke nicht, dass es was für mich ist. Das darf weitergehen. So. Greif mal blind rein. Oh, was Schweres. Oh, hä, was ist das denn? Duftglas Number One Paris von Rubinlicht. Das sagt mir gar nichts. Was ist es? Eine Kerze. Die riecht voll gut. Wow. Oh, die riecht voll gut. Ist die? Und die ist auch noch schön. Das ist eine Eindochtkerze. Oh, die riecht ganz toll. Ganz weiblich und blumig. Die ist ja super. Steht da was zum Duft? Nee, steht gar nichts drauf. Die riecht, ich kann Düfte nicht beschreiben. Die riecht mega gut. Die behalte ich. Auf jeden Fall. Die darf hier rüber. So, vielleicht Stapel und behalten Stapel. Was ist das hier? Was ist denn das? Ein Duschpilz. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach nee, stimmt gar nicht. Es ist gar kein Pilz. Es ist ein Schwan. Das ist ja witzig. Also ich brauche sowas nicht. Aber das sieht ja total witzig aus. Ach, das ist gar kein Schwan, es ist ein Flamingo. Das erkennt man an den Beinchen. Ach, das ist echt putzig. Und das hier oben ist aus Frotte. Süß. Ist nichts für mich, aber süß. Cool. Oh. Oh, wir haben ein Parfüm von Larive. Cuté heißt es.
Okay. Oh, das ist geil. Oh, ich brauche ein Tuch zum Draufsprühen. Oh, oh, ich sehe es schon kommen. Das läuft wieder nicht gut. Oh, oh. Oh, das, also aus der Flasche riecht es geil. Ich kenne den Duft. Ich recherchiere mal, welche Duftrichtung das sein soll, weil Larif macht ja immer so Nachmacher-Parfums. Oh, riecht das gut. Ich bin der Meinung, ich hatte das schon mal, als ich jünger war. Boah, riecht das geil. Okay. Ich liebe Parfüms. Das darf da bleiben. Das darf auf jeden Fall bleiben. Wie toll ist das denn bitte? Oh je, das wird für mich... Das wird wieder was. Die Tasche ist leer. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Tasche wieder. So, wir haben ein kleines Täschchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Goodies sind oder nicht. Wir werden es sehen. Ich glaube, es sind keine Goodies. Wir haben von Neutrogena ein Hydro Boost Aqua Gel, also eine Tagescreme. Mhm, intensive Feuchtigkeit, 72 Stunden lang. Mhm. Mal schnuffeln. Oh, die riecht aber richtig schön. Mhm. Ich habe so viele Tagescremes. Oh Mann, ey. Schade, Schokolade. Die ist ganz glibberig und relativ flüssig. Also die wird ganz schnell im Gesicht wegziehen. Gehe ich mal von aus. Und hat eine ganz leichte Textur. Die ist schön, aber ich habe so viel. Aber vielleicht könnte ich dafür eine andere spenden, weil diese Aquacremes finde ich interessant. Ich tue es mal auf einen Vielleicht-Haufen. Und dann kann ich was anderes Schönes aus meinem Sammelsurium reintun. Dafür hat man ja das Trashy. So, wir haben einen von Skin Hit ein Calming Serum mit Zika und Mushroom, also Pilz. Mhm, um die Haut zu beruhigen. Das ist, es ist auf jeden Fall in England gemacht und ist von Beauty Bay. Cruelty free und vegan. Sehr schön. Also Seren habe ich wirklich genug. Da muss dann schon was ganz Besonderes kommen, damit ich sage, okay, das brauche ich unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und was haben wir noch? Wir haben von Revolution eine Brow Care Mask mit Shea Butter, Cocoa Butter, also Kakao Butter. Mhm, für beruhigende Nachpflege. Also wahrscheinlich nimmt man die, wenn man sich die Augenbrauen gezupft hat und kann damit die Haut ein bisschen beruhigen. Mir kommt das bekannt vor. Ich bin der Meinung, ich hatte das auch schon mal in so einer Mystery Bag, die man zu irgendwelchen Einkäufen dazu bekommen hat. Ja, das hatte ich schon mal. Ich habe es in Strashy getan. Vielleicht war das ja sogar von mir. Wer weiß. Wer weiß. Brauchen tue ich es nicht. So, weiter geht's. Wir haben von Baby Dream einen extra sensitiv Puder mit 0% Parfüm, mit Jojobaöl und Allantoin. Besonders sanft. Also Puderle brauche ich. Brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben keine wunden Popos mehr am Start. Genau, das darf weitergehen. Und wir sehen uns zur nächsten Tasche. Meine Little Box Tasche. Mal gucken. Was haben wir denn da? Okay. Wir haben Nivea Micellentücher, Reinigungstücher 3-in-1. Hey Lovely mit einem süßen Pinguinchen drauf. Micellenreinigungstücher brauche ich nicht. Ich nehme Micellenwasser. Wir haben von La Roche-Posay ein Effa Klar Isobiom als Probe. Das brauche ich auch nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben von Essence Keep It Perfect ein Make-up-Fixing-Spray. Da wäre ich gewillt, das mal auf meinen Vielleicht-Haufen zu packen, weil ich mag Fixing-Sprays sehr gerne mittlerweile und benutze es jeden Tag. Dann haben wir von La Roche-Posay eine After-Sun-Lotion. Die ist noch original verschlossen. Postelios steht drauf. Mhm. Also After Sun Lotion habe ich genug, das brauche ich auch nicht. Und weiter geht es. Von Dr. Pawpaw haben wir was von mir, das nehme ich wieder raus. Wir haben von Rivalde Young, oh mein Gott, es gibt doch schon ewig nicht mehr, Chromatic Silver Highlighter. Aha, das lose Highlighting Puder setzt schimmernde Akzente im Gesicht und auf dem Dekolleté in Silber. So sieht die Verpackung aus. Falls ihr ein Rauschen im Hintergrund hört, übrigens, das sind die Ventilatoren, die hier überall im Haus verteilt sind, weil es einfach unglaublich heiß ist. Wir haben überall Klimaanlagen stehen. Jetzt was runtergeflogen. Wir haben überall Klimaanlagen stehen und Ventilatoren und... Ach, furchtbar, ja. Ah, okay, wir haben hier was. Und ich glaube, das hatte ich reingemacht von Terre de Mars etwas.
eine Imminence Body Nourishing Milk. Ich glaube, die war von mir. Die nehme ich wieder raus. Was haben wir denn da? Wir haben von Larizzi Cosmetics. Oh Gott. Ein Long-Lasting Liquid Lipstick in Pastel Brown. In Pastellbraun. Okay. Ach, ja. Oh Gott, ja. Ich glaube, der war, glaube ich, auch von mir. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr, ob der von mir war. Ich lasse den mal noch eine Runde mitlaufen. Ja, wenn er nicht von euch war und der das nächste Mal noch drin ist, dann nehme ich ihn raus. Ich weiß es nicht mehr. So. Okay, das mal auch. Wir haben von Note Cosmetics einen Mineral Lip Gloss. Der kommt mir auch in der Farbe Blondie Pink sehr bekannt vor. Den hatte ich auch schon gefühlte 1000 Mal in irgendeiner Box. Und die Farbe ist immer die gleiche und sie ist nichts für mich. Deswegen, ja, das darf dann weitergehen. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben von P2 Square Affair Flashy Sparkle Nail and Body Glitter. Das sind hier so verschiedene Glitzerchen. Für Nägel und Körper brauche ich überhaupt nicht. Ich bin kein Nagelartist, deswegen das brauche ich nicht. Oh, was kommt hier? Sieht nach einer Palette aus. Oh, von Revolution eine Findet Nemo Palette. Aha. Ach so, das ist Bronzer und Highlighter. Aha, witzig. Brauche ich nicht, aber witzig. So, was haben wir noch im Täschle? Wir haben den Roller, den Gesichtsroller, der war letztes Mal schon drin. Ich weiß nicht, von wem der war. Jetzt kommt hier noch ein Päckle. Was haben wir denn? Wir haben von Manhattan einen original verpackten Puder Rouge in einer sehr dezenten Farbe. Zartes Puder. Mhm. Fresh Peach ist die Farbe. Ist mir etwas zu dezent. Wir haben von Trend It Up Natural Glow den Bronzer. Den brauche ich auch nicht. Und von Steve Laurent haben wir eine Kleinigkeit. Was ist es? Wild Thing. Steht hinten drauf. Ach so, eine kleine Lidschattenpalette. In Alltagstönen, würde ich jetzt mal sagen. Also so wild ist man mit denen nicht unterwegs. Ist eine nette Reisepalette, ne? Brauche ich aber nicht. Oh, es geht weiter. Wir haben eine Goodie-Tüte von der lieben Sophie. Mal schauen, was Schönes drin ist. Oh. Oh. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Bussi Sophie. Mmh, geil. Da ist wieder so ein Proteinriegel drin. Ein veganer Proteinriegel. No Way Bar. In Butter-Cookie-Geschmack. Ich glaube, die sind gut. Ich glaube, die sind gut. Ja, da freue ich mich drüber. Vielen Dank, Sophie. Sehr lieb von dir. So, dann geht es weiter. Das nächste Goodie-Beutelchen. Von wem haben wir es denn? Wir haben von der Margarita. Da darf man hier fröhlich sich was aussuchen. Was haben wir denn Schönes? Was ist das denn? Dinge? Was ist das? Ach, okay. Süß. Ah, okay. Das würde ich gerne nehmen. Das ist von Peter Thomas Roth. Etwas, was ich noch nicht kenne. Eine Kürbis-Enzym-Maske. Mhm. 3 in 1. Exfolierend mit Kürbis-Enzymen. Okay, interessant. Würde ich das nehme ich gerne. Vielen Dank, liebe Margarita. So, was haben wir denn da noch? Von der My Little Box ein Täschchen. Das könnte auch wieder Goodies sein. Nee, ich glaube nicht. Das ist eine normale. Das ist ein normales Taschel, da ist kein Zettel drin. Also, wir haben hier von M.Asa Magic Finish eine Weihnachtsedition, so wie es aussieht. Mhm. Original verschlossen sogar. Nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir denn da noch? Wir haben von Friends and Revolution Monica Calming Fixing Spray. Mhm, mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Jetzt habe ich aber da schon einen Fixing Spray stehen. Das sind so Kügel drin. So sieht das Ganze aus. Hm. Make-up Fixing. Ich stelle es mal zum Vielleicht. Dann kann ich mich nachher entscheiden, welches von den beiden ich nehme.
Da geht's weiter. Da kommt eine kleine Palette von Valleynet. Sagt mir gar nichts. Eine rosa schimmernde Palette. Ah, okay. Das könnte... Ah, das sieht von, es sieht so aus, als könnte vielleicht was von Temu sein, oder? Ja, weil die Marke sagt mir gar nichts. Ja, so rosa Tönchen habe ich auch schon in Paletten drin, deswegen das brauche ich nicht. Catrice Kaviar von, und Kaviar Gauche, das muss steinalt sein. 50 Milliliter. Was haben wir denn? Ein Glow Fixing Spray. Glow ist immer gut. Oh, oh. Mit Kaviar Gauche. Okay. Kann man das aufmachen? Ich würde gerne mal riechen, ob es noch was ist. Oh, es riecht gut. Es riecht gut, es kommt auch auf den Vielleichthaufen. Das, ja, weil mit Glow finde ich toll. Fixing Spray mit Glow ist super. So, okay, dann haben wir das Täschle auch leer. Dann sehen wir uns gleich zum nächsten Täschle wieder. So, ich glaube, ich habe mein Goodie-Beutelchen. Nein, das ist nicht mein Goodie-Beutelchen. Ich weiß nicht, was es ist. Da sind so Brausestäbchen drin. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte das rein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich noch einen Goodiebeutel da irgendwo? Ich weiß es nicht. Ah, und hier haben wir noch ein bisschen was. So, da haben wir auch noch mal ein bisschen Naschikram von der Cassandra. Dann nehme ich mir doch einmal so ein Brausestick raus. So kleine Brausestückchen. Vielen Dank. So. Und weiter geht die wilde Fahrt mit den Taschen. Wir haben diese hier. Ah, okay. Die After Sun mit Kamille von Feel Free. Die habe ich nämlich. Ja, die habe ich hier und die finde ich voll gut. Deswegen, die würde ich auf den Vielleichthaufen tun. Das ist nämlich eine ganz tolle Bodylotion. Gar nicht übel. Ah, okay, hier kommen von... Sticker Gigant, selbstklebende Nagelfolien, das ist nichts für mich. Das darf weiter. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben Masken und Grüppchen. Noch mehr Nagelsticker. Ich gehe die mal im Schnelldurchlauf durch. Von Physiogel haben wir hier was. Noch mehr Nagelsticker. Und noch mehr Nagelsticker. Ich habe das ja schon mal ausprobiert, aber ich bin zu doof, die Dinger aufzukleben. Ich kann das nicht. Und noch mehr Nagelsticker. Da kommen immer so Wellen rein. Das klebt nicht richtig. Ach, was der Geier. So, wir haben hier von Spa Exclusive Sweet Mary Cherry eine Bodylotion. Die war, glaube ich, auch letztes Mal schon drin. Die darf weiter. Wir haben diverse Nagellacke. Wir haben das Miracle Gel von Sally Hansen. Wir haben von Alessandro's International den Nagellack in der Farbe Baccarat Rose. Dann haben wir, oh Gott, ein Senfgelb von Essence Power to the Sunflower. Dann haben wir Trended Up Anti-Split Base Coat. Und wir haben von Trended Up ein UV Power Gel in der Farbe 161 ohne Namen. In so einem dunklen Pink. Und dann haben wir noch von Sally Hansen Complete Salon Maniküre. Die Nummer 175 Arm Candy. In so einem, ja, Eierschalenton. Nicht ganz weiß. Eher so ein bisschen wie ganz dünner Latte Macchiato von der Farbe her. Brauche ich alles nicht. Ich bin ja kein Nageldingsbums-Fan, Nagellack-Fan. Dann haben wir von Matt Maske den Perfection Primer. Den habe ich selbst mehrmals da, deswegen den brauche ich nicht. Und wir haben von M. Asam die Instant Dry Drops, die ich ebenfalls habe. Und von Color Show 60 Seconds die Nummer 130 Winter Baby. Das ist so ein leicht schimmerndes Weiß, würde ich mal sagen. Brauche ich aber auch nicht. Oh, wir haben einen Goodiebeutel. Bitte bedient euch. Hä, ist das auch von der Sophie? Aha, die Sophie, die hat uns Dalton-Proben reingepackt. Aha. Mhm. Anti-Aging-Hyaluron-Serum mit Urea. Das finde ich ja interessant. Hyaluronic Urea Hydro Boost. Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant. Was haben wir da? Face Care Instant Effect. Glättendes Augengel.
das würde ich mal ausprobieren. Ja, ob das wirklich instant flattend ist. Face Care Push-Up Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Nehme ich auch mal. Okay. Q10 Body Lotion. Das brauche ich nicht. Was haben wir hier? Face Care Magical Effect klärende Schönheitsmaske. Mhm. Body Care Energy Boost. Nochmal die Q10 Body Lotion. Nochmal die klärende Schönheitsmaske. Und nochmal den Hydro Boost mit Urea. Also ich habe mir jetzt zwei Sachen rausgenommen. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ja, das mit diesem ganzen hier marine Kosmetik soll ja so gut sein, ne? Es geht weiter. Wir haben, ist das Täschchen neu? Das kenne ich noch gar nicht. Es glitzert sehr schön. So, dann schauen wir mal, was Schönes drin ist. Okay, was haben wir denn da? Von Beauty Bay eine Eye Base. Ich habe von Kryolan die Eye Base, die ich schon nicht benutze. Deswegen werde ich die hier auch nicht benutzen. Deswegen darf die weiter. Von Tease. Den Desert Lush Sheer Lipstick mit Lichtschutzfaktor 10 haben wir hier. Mhm. Pink Sapphire, also pinker Saphir heißt die Farbe. So, es ist ein sehr schönes Packaging, also eine sehr schöne Verpackung. Ja, und... Oh, ist der schön! Leute, den... Oh, den nehme ich. Oh, ist der schön. So ein Rosa habe ich gesucht, ohne es zu wissen. Aber der gefällt mir jetzt spontan richtig, richtig gut. Wir haben von Beautykin eine Exfoliating Body Bar mit Milchsäure, mit so verriebenen Olivensteinen und Grapefruit. Also eine große, ein großes festes Duschgel wahrscheinlich. Es riecht angenehm. Es riecht dafür, dass es ein festes Produkt ist, recht angenehm, weil die haben oft so einen muffigen Beigeruch, den ich nicht mag. Ja, so sieht das Teil aus. Das ist ein relativ großer Bobbel oder Klumpen. Und das ist dann also zum Peelen des Körpers. Da bin ich ein bisschen eigen. Zum Peelen nehme ich gerne einfach meine Zuckeröl-Peelings, weil die funktionieren einfach für mich mega gut. Und deswegen, da bleibe ich dann auch dabei. Wir haben, Entschuldigung für das Gequietsche, von Rituals ein kleines Sakura-Duschgel, das Foaming Shower Gel. Das kommt auf den Vielleicht-Haufen. Was haben wir hier? Silky and Rich Hand Treatment von Jean and Len ohne Gedöns, Rosemary Ginger. Da müsste ich mal neischnuffeln, wenn die schon offen ist. Ob die gut riecht? Ich liebe Handcremes. Oh, die ist toll. Oh Gott, ich sehe schon, komm, ich eskaliere gerade schon wieder. Oh oh. Oh oh. Was haben wir denn hier? Guardians of the Galaxy Official Batch Pack. So, wie heißt es? Anstecknadeln. Von Guardians of the Galaxy. Ich bin ja Avengers-Fan, also generell Marvel-Filme finde ich toll. Aber Batches brauche ich nicht. So, jetzt muss ich das mal so hinlegen. Ja, genau, hier sind die alten Sachen. Die tue ich mal da nah. So, gut, weiter geht's. Was haben wir denn da? Trended Up Gel Refill. Hä? Was ist das? Transparentes Spezialgel zum Ausgleichen des Übergangs zwischen Nagelhaut und herausgewachsenen Gelnägeln. Ach so, okay, wenn man sich die Nägel daheim selber macht, kann man dann den Übergang damit auffüllen. Praktisch, aber brauche ich nicht. Wir haben von Isana den pflegenden Reinigungsschaum, sanft und schonend, mit Mandel- und Aprikosenextrakt. Ich bin noch sehr gut ausgestattet mit Gesichtsreinigungsschäumen, deswegen brauche ich den derzeit nicht. Und wir haben ein Duschgel von Fa, Cream and Oil, Kakao, mit Kakaobutterduft. Und da war das auch eine Kokosnuss mit drauf. Oh, ich habe so viele Duschgels, Leute. Ihr glaubt es gar nicht, wie viele Duschgels ich habe. Riecht aber gut. Das riecht aber gut. Verdammt, das riecht aber gut. Kommt auf einen Vielleicht-Stapel, der immer größer wird. Okay, Täschlein ist leer. Ich bin voller Glitzer. Die Tasche glitzert stark auf meine Hose. Okay. Oh Gott, das nimmt gar kein Ende. Wir haben die Glossy Box Paris. Oh, ich bin so gespannt. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben künstliche Nägel. Ein Set Beauty Woman. Aha, das sind so eckige Nägel. Mhm, mit Nagelkleber und einer Feile. Könnte vom Action sein oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Hat 2 € gekostet. Ja, ich habe das früher gerne benutzt, als ich noch Nägel gekaut habe, um meine Stummelnägel abzudecken quasi.
mittlerweile habe ich nur noch kurze Anfälle des Nagelkauens. Also sie sind gerade nicht unbedingt lang, weil ich muss die fürs Taekwondo relativ kurz schneiden. Aber sie sind immerhin nicht abgefressen. Ja. Oh, von Revolution eine giftige Palette. Die nennt sich Neon Shadow Palette Up All Night. Ulala. Ja, die Farben sind etwas zu extravagant für mich. Aber die Neon-Verpackung ist schon fancy, nenne ich es jetzt mal. So, okay, wir haben Selfie Project, eine reinigende Neon Peel Off Maske, Glow. Die glowt in Violett. Mhm. Mit Haselnuss und Trauben steht hier dran. Auch sehr, sehr neon bunt. Oh, wir haben hier einen Natural Radiant Highlighter von Trended Up. Den brauche ich aber nicht. Okay, wir haben von Cher eine feste Dusche für jede Haut mit Limette und Zitronengras. Ich stecke mal meinen Schnuffel rein. Boah, der Geruch geht leider überhaupt nicht für mich. Das ist mir zu klosteinig. Und dann haben wir hier noch eine kleine Kette mit einem eine silberne Kette mit einem Schmetterlingchen dran. Ja, das brauche ich aber auch nicht. Dann ist das Kistel schon wieder ausgeräumt. Mhm. Oh, wie schön. Wir haben eine Teebox in einem sehr schönen Design mit diesem schönen Herzchen. Wunder, wunder, hübsch. So, und dann kann man da seine Teesorten einsortieren. Ich habe schon eine Teebox in meinem Schrank stehen für mit ganz, ganz vielen verschiedenen Teesorten, also mit doppelt so vielen Fächern, wie die jetzt hat. Ich finde sowas aber richtig schön und die ist dann auch noch, das kann man auch noch so schön hinstellen, die ist dann auch noch dekorativ. Passt, finde ich, wenn man Landhausstil mag, passt das ja wunderbar rein. Sehr hübsch. So. Es neigt sich dem Ende zu. Wir haben hier ein Alohomora Schlüsselbrett. Das ist ja witzig. Alohomora ist doch der Zauberspruch von Harry Potter, um eine Tür zu öffnen. Das ist ulkig. Das ist witzig. Ich bin kein so ein Potter-Fan. Also ich mag Harry Potter als Film, aber ein richtiger Fan bin ich nicht. Ich zeige euch das mal. Das sieht aber, das sieht schon cool aus. Es ist schön. Es sieht wirklich schön aus. Aber wir haben leider auch gar keinen Platz. Wir haben eine Schlüsselschale. Aber es ist wirklich, wirklich schön. Witzig, Sachen gibt's. Total toll. Für Fans definitiv nicht zu verachten, das Ganze. So, wir kommen. Wir haben noch zwei Sachen drin, ne, in unserer schönen Kiste. Wir haben von Alcina eine Tasche in Schwarz. Was ist es? Guck mal einer schau, das würde ich mal doch sagen, das ist eine Pinselaufbewahrung für die Reise. Hier kann man seine Pinsel reinstecken und dann kann man das einfach zuklappen und die Pinsel sind geschützt, weil hier oben hat man so einen Lappen, den tut man dann über die Pinsel drüber klappen. Wenn man das dann zumacht, dann ist das wirklich vor Dreck geschützt und die Borsten können nicht umklappen. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Für Leute, die gerne reisen und gerne dann natürlich auch, sag ich mal, ihre Beauty-Sachen und ihre Schminke mitnehmen, ist das was Tolles. Es fühlt sich auch gut an, es ist schön weich. Es ist wahrscheinlich kein echtes Leder, es riecht jetzt nicht nach Leder. Ne, steht auch nichts dabei, aber es fühlt sich nicht billig an, also macht einen guten Eindruck. So. Die letzte Kiste, die Dive-In von der Glossy Box. Wir sind gespannt. Max Rode, die Blutschule. Was ist das denn? Ach so, das ist ein Hörbuch. Witzig. Die Teenager Simon und Mark können sich keinen größeren Horror vorstellen, als aus der Metropole Berlin in die Einöde Brandenburgs zu ziehen. Das Einzige, worauf sie sich freuen, sind 6 Wochen Sommerferien. Doch auch hier macht ihnen ihr Vater einen Strich durch die Rechnung. Er nimmt sie mit auf einen Ausflug zu einer ganz besonderen Schule. Gelegen mitten im Wald auf einer einsamen Insel, mit einem grausamen Lehrplan, nach dem sonst nur in der Hölle unterrichtet wird. Mhm. Ah, David Nathan, der Synchronsprecher, zählt zu den besten Synchronsprechern Deutschlands. Er leiht seine Stimme unter anderem Johnny Depp. Aha, sehr gut. David Nathan wurde mehrfach mit dem Hörspieler-Award als bester Sprecher ausgezeichnet. Okay, interessant.
Wir haben von Ribalde Loop Follow the Sun ein Bronzing Powder. Ich glaube, das läuft auch schon länger mit. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ja, das ist halt... Ja, okay. Ach Mann. Es hat schon einen ganz schönen Glow. Aber ich hab genug. Ich hab genug Highlighter. Hör auf, Biene. Du hast genug. Oh, ich glaube, hier kommt eine kleine Palette. Was haben wir denn da? Okay, was ist es? Was ist es? Wir haben von Catrice Addicted to Exotic Fruits. Süchtig nach exotischen Früchten. Aha, wir haben hier Kokosnuss, Pineapple, Guave, Granatapfel, Papaya, Mango, Jackfruit, also die, ist das die Drachenfrucht? Cucamelon, irgendeine Melone, Feige, Drachenfrucht, Honigbeere und Jamun. Sagt mir nichts. Die Farben sind ganz schön. Mhm. Ja, sieht gar nicht übel aus. Sieht gar nicht übel aus, aber ist nichts für mich. Oh, es geht weiter. Was haben wir denn da noch? Okay, wir haben von Rival Loves Me die Dare to Scare Eyeshadow Palette. Die hatten wir letztes Mal schon drin, glaube ich. Die darf wieder weitergehen. Was haben wir noch hier? Wir haben von Rival de Loop die Matiamu bei Sophia Eyeshadow Palette. Matiamu? Vielleicht lese ich es auch falsch. Mir sagt es nichts. Die Copper-Palette. Ja, ist jetzt nicht so meins von den Farben her. Wir haben einen Melted Chrome Eyeshadow von Essence. Auch nicht übel. Und zu guter Letzt haben wir noch eine aus dieser Sophia-Reihe, Matiamu. Die Eyeshadow-Palette Nude nennt die sich. Es ist auch mal nicht schlecht, dass nicht so viele Paletten für meinen Geschmack jetzt dabei waren, weil ich habe ja genug. Und ich tue mich ja immer so schwer, da Nein zu sagen. Ne? Das ist ja ein Problem bei mir. Ich habe einfach keinen starken Willen. Nein, nein. Da bin ich schwach. Wo habe ich denn jetzt den Deckel? Den habe ich hier. Okay. Also. Das war das Päckchen. Und ich schaue mir jetzt mal von den vielleicht Sachen raus, was ich behalten werde und melde mich gleich wieder mit dem Endergebnis bei euch. Okidoki, ich habe mich entschieden. Es sind 8 Produkte jetzt geworden. Ich fange mal mit dem größten an von Ultrasun, diesen After Sun Tan Booster. Das ist kein Selbstbräuner. Das intensiviert oder verlängert die eigene Bräune, die man schon im Sommer bekommen hat. So steht es zumindest drauf. Und ich bin sehr gewillt, das auszuprobieren. Man soll das einfach nur wie eine Bodylotion auftragen. Und anscheinend ist es auch noch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ja, das ist ein leicht parfümiertes Gel mit 2% DHA Plus zur Intensivierung ihrer natürlichen Bräune. Ja, sofortiger Cooling-Effekt mit langanhaltender Wirkung dank Questize Liquid und wirksamer Feuchtigkeitsversorgung ihrer Haut dank Hydrasynol. Also, ich probiere das gerne aus. Das ist die Nummer 1. Die Nummer 2 ist die Aftersun Camille von Feel Free, die ist, finde ich, einfach super. Ich habe mich tatsächlich für 2 Fixing Sprays entschieden. Einmal das mit Hyaluronsäure und Vitamin E aus der Friends Edition. Und einmal das Glow Fixing Spray von Caviar Gauche mit Catrice. Ja, es riecht auch sehr gut. Dann nehme ich den Tease Lippenstift. Der hier, der schöne rosa, ne? Ich nehme die Handcreme, die Rosemary Ginger von Jean & Len. Ich nehme das Larif Cuté. Das riecht so toll. Und diese tolle Number One Paris Kerze. Genau. Wow. Richtig geile Sachen wieder, ey. So ein schönes Paket. Und ja, von meinen Sachen ist ziemlich viel zurückgekommen dieses Mal. Macht aber nichts. Dann suche ich was anderes Schönes aus, was ich reintun kann. Dann treffe ich vielleicht nächstes Mal den Geschmack ein bisschen mehr. Und ja, dann war es das schon wieder. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, die Mädels, die mit dabei sind im Paket, die verlinke ich euch alle in der Infobox. Und ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß, mit mir zusammen das Trashy auszupacken. Es waren wirklich ganz tolle Sachen drin. Liebe Sophie, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich immer sehr. Und ansonsten
war es schon wieder. Ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt und gebt dem Video bei Gefallen sehr gerne ein Däumchen hoch, würde ich mich freuen. Oder abonniert kostenfrei meinen Kanal, würde mich ebenso freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schauen werdet. Bis zum nächsten Mal, eure Biene. Tschüss.